Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Friedrich Ratzel. Das rheinische Schiefergebirge. Zwischen Main und Ruhr, Nahe und Maas, liegt das rheinische Schiefergebirge. Ein Ganzes, das nur durch den Rhein, die Mosel und die Lahn, in Taunus und Hunsrück, Westerwald und Eifel zerschnitten ist. Diese Abschnitte verleugnen nicht ihre uralte Familienverwandtschaft. Den Hunsrück hat man treffend den linksrheinischen Taunus genannt, und auch die Höhen der beiden sind nicht weit verschieden. Und so ist der vulkanreiche westliche Westerwald dem Vulkangebiet der Eifel ähnlich. Im Übrigen sind diese beiden nördlichen Glieder hochebenenhafter als die südlichen. Ehe der Rhein, der von Mainz bis Bingen noch in die Richtung des Mains westlich fließt, die enge, steilwandige, mittelrheinische Spalte zwischen Bingen und Bonn ausgewaschen hatte, lag hier der allmählich niedriger gewordene Rest eines alten Faltengebirges, auf das, als es im Verlauf der beständigen Schwankungen und Verschiebungen der Erdrinde ins Meer versank, im Wechsel der geologischen Zeiten Massen von Sedimenten abgelagert wurden. Um sich so tief einschneiden zu können, mussten die Flüsse aus größeren Höhen herabfließen, und Brüche und Senkungen lassen die Vorgänge erkennen, die zu dem heutigen Zustande geführt haben. Und so entsteht denn heute noch beim Beschauer der gebirgshafteste Eindruck nicht auf den Höhen, sondern in den Tälern.